Moin, moin, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute im zweiten Teil eine schöne Tin mit dabei, auch aus dem Spielwarengeschäft. Giratina, beste von allen drei Tins, würde ich euch auch raten, wenn ihr die Entscheidung habt, nehmt Giratina mit. Eine sehr spielstarke Karte auch, ne, für das Deck. Und dementsprechend, da gehen wir rein. Wir haben schon mal einen guten Hit mit Giratina und dann hoffentlich noch ein paar weitere Giratinas. Wer weiß, in den Booster Packs. Ne? Ich glaube, zweimal verlorene Ursprung ist mit drin. Ich glaube, im Deutschen aber auch Kampfstile, was nicht so geil ist. Aber da schauen wir mal rein, ihr Lieben. Da schauen wir rein, oder? Was denkst du, was ziehen wir heute? Aus der Box? Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Verlorene Ursprung? Kannst auch sagen Holo, Altart. Dann sage ich Altart. Eine Altart. Okay, du sagst eine Altart. Immer schauen wir Altart. Immer Altart. Vielleicht jinxen wir uns dadurch, wenn wir das sagen. Ne? Vielleicht müssen wir sagen eine Holo. Eine Holo und dann... Dann sage ich, da ist gar nichts. Oha, mach kein Auge. So, da ist die gute Box. Ich bin mal gespannt auf den Zustand der Karte, ne? Weil das ist natürlich auch mal wichtig, dass die Promokarte einen guten Zustand hat. Ist leider nicht immer der Fall. Dementsprechend, die sind auch sehr leicht zu beschädigen. Karte sieht auch... Ja, vom Centering ein bisschen doof aus, aber annehmbar. Auf jeden Fall annehmbar. Freue ich mich. Nochmal Giratina. Wir haben ja schon bereits aus den Displays zwei Stück gezogen, glaube ich. Plus Vista, Giratina ebenfalls. Dementsprechend so Giratina, da haben wir genug, um zu spielen damit, ne? Auf jeden Fall. So, kommt hier auch direkt zu unserem guten Haufen aus den anderen Puls. Wenn ihr das verpasst habt, haut auf jeden Fall rein ins vorherige Video, meine Lieben. Und wir haben hier, wie gesagt, schon und... Wie befürchtet, ihr Lieben, haben wir hier einen Kampfstile mit dabei. Oh, Schmutz. Auge Herrschaft nehmen wir auf jeden Fall an und zweimal verlorene Ursprung. Dann müssen wir mal schauen, was wir da ziehen werden. Willst du beginnen? Ja. Dann habe ich sogar die Ehre, Kampfstile zu öffnen. Das ist mein absolutes Lieblingsset. Schau mal nach. So, du fängst mit verlorenem Ursprung an. Also hier nochmal eine mega geile Altart oder irgendein Hit. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Es ist ganz ungewohnt, wieder Karten aufzumachen, weil wir das so lange nicht gemacht haben. Ja, ist halt echt ungewohnt, ne? Habe ich das jetzt richtig? Ja, ja, alles korrekt. Alles korrekt gemacht, ihr Lieben. Rosarade. Ich hoffe, da ist echt was drin, weil das ist auch nicht die Box gewesen, die ganz vorne lag. Ich bin nämlich so ein ganz schlauer, ich greife von hinten, Freunde. Dementsprechend mal schauen, ob sich das gelohnt hat oder hätten wir mal lieber vorne ein Pack nehmen sollen. Ja, Schneebedeck. Nebedeck, eine gute Rihorn. Bodycheck. Rivel. Ein frecher Schweif hier. Schlur. Schluppeck und dahinter glitzert was. Giratina wie? Ey, ich sag's doch gerade noch, Freunde. Ja. Einfach zweimal Giratina wie. Was sagst du denn eigentlich so vom Aussehen? Mhm. Welche Karte sieht denn schöner aus? Jetzt haben wir auch einen direkten Vergleich, ihr Lieben. Welche findest du besser? Das alternative Artwork von der Box als Promokarte oder... Das Original aus dem Set. Ich sag mal alternative Artwork. Alternative Artwork, sagst du, ist cooler. Mhm. Finde ich auch, weil da sieht so ein ganz drauf, ne? Mhm. So ein bisschen schöner. Gefällt mir. So, wir gehen rein. Zweite Pack. Verlorene Ursprung. Zweites Pack. Du hast echt gut vorgelegt mal wieder. Mhm. Wie immer, die Big Baba Hits hat Larissa. Vielleicht sollte ich nächstes Mal die Packs, die ich dir überlasse, oder sag, wenn du anfängst, sollte ich einfach anfangen. Das wäre doch mal auch ein Trick. Dann wären die Karten aber trotzdem... Dann habe ich es gejinxt bestimmt. Ja, die wären dann anders. So, ihr Lieben. Das zweite verlorene Ursprung-Pack. Wir haben hier Energie. Shalogo. Mashok. Suzuki. Einfach Auto auch da. Ne, Motorrad. Lurp. Schneckmark. Ein Pipi. Gute Griffel. Weberak. Geil. Schön. Einfach eine Trainer Gallery mit dabei. Krippuck und dahinter ein Salmangis als Holo. Aber Trainer Gallery in der Tin darf nicht fehlen. Ne? Auch ganz, ganz wichtig. So, schaurige Herrschaft. Auch ein mega schönes Set. Ne? Die ganzen Galarvögel. Haben wir bisher noch nicht so ein Glück gehabt, die zu ziehen. Ne? Außer die normalen Holo-Karten. Aber nichtsdestotrotz mal da so ein Vogel wäre auch mega zu ziehen. So, Griller. Der Narzisse. Vogel. Wieso gibt's das berüchtigte Stolunia? Dieses Zimmer.
Das haben wir auch in das Bild haben wir auch in der Nuzlocke aufgezeigt auf YouTube. Wie die Schmetterhandschuhe, leuchtet da was? Seraora V. Nice. Seraora V. Sieht gut aus. Also jeder Booster ein Hit, ne? Ja. Krass. So, ihr Lieben, Kampfstile, one and only. Da gehen wir jetzt rein. Stell dir vor, jetzt hier kommt die Big Baba Altart. Aber man kann sich nicht beschweren, wie gesagt, jeder Booster ein Hit bisher. Drei Hits in einer Tin ist auch nicht so gang und gäbe tatsächlich. Mhm. So, wir haben den Turm des Wassers. Ebutak. Der Servus wieder. Abitak. Die Mantis. Antimos. Die Pranke. Linfu. Lopek. Gefühlt auch überall mit dabei gehabt, ne? In jedem Set irgendwie. Und die letzte Karte, meine Freunde, ist ein Senlong. Damit beenden wir dann die Tin. Den haben wir tatsächlich noch nicht, aber gibt Besseres. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war die Tin. Wenn ihr euch eine holt, wie gesagt, ich empfehle euch nur die Giratina-Tin auf alle Fälle. Nehmt sie euch. Ansonsten, ja, Preis-Leistung passt auch ganz fit, ne? 25 Euro, wenn ihr Glück habt, irgendwo Rabatte oder so bekommt. Ein paar Euronen weniger. Ich glaube, Internet kriegt ihr auch die für 20 Euro. Fairer Preis und Hitrate scheint auch in Ordnung zu sein, auf jeden Fall. Deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal. Im dritten Teil öffnen wir ein gemeinsam glänzendes Schicksal. Auf der Jagd nach den Shinies sind wir. Dementsprechend schaltet auch wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hinterlasst ein Abo, ein Like, einen Kommentar und bis dann. Bye.